patient, Spartan! Na komm, was hast du jetzt vor? Komm her. Du gehst. Kann ich's abwehren? Ja, ich kann's doch abwehren. Okay, gut zu wissen. Gib ihn. Komm her. Du gehörst mir. Gib ihn, Kratos. Ja, noch einmal. Dir. Ja. Also ein paar Mal hinterher. Und das Ganze versorgt. So schön aufgesammelt alles. Der kommt nur immer für den einen Schlag. Jetzt noch diese 30 Schläge hinter. Yeah. Oh ne, ich hab das gerade. Oh, jetzt hat er sich wieder was geholt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Steh doch auf, Kratos. Das kann man. Was? Ich dachte, das ist jetzt wieder der Kampf. Roll dich doch weg. Der muss doch mal das Schwert spüren. Ja, gib ihn los. Soll er erstmal herkommen? Er Das ist dein Ende, das ist dein Ende. Ja. Skalpieren. Remember, Kratos. It was I who saved you. Das interessiert mich nicht. Time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Köstlich. Das hat er verdient. Hätte ich auch getan. Slow-Motion-Schrei. Kratos had done me impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved,
and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. Was ist das für ein Scheiß? No god could ever forget the terrible deeds you have done. Die ganze Zeit reingelegt. In the end, knowing the visions of his past would never leave him. Kratos made his way to the bluffs overlooking the sea. Okay, das ist schon heftig. Die haben ihn verarscht, die ganze Zeit. Ja. Den ganzen Kram hat eigentlich nur getan, damit er das alles vergisst. Und Kratos und dann kommen die so. From the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Er ist noch immer nicht tot. Born aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. Ja, hier sind wir ja die Treppen da ganz weit hochgelatscht im Part 11, glaube ich, war das. Um die Phönixfeder hier, die rechts liegt, zu holen. But now there is an empty throne in Olympus. And a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Die krönen uns. Ach so, you have a cried Athena's blade. Sehr schön golden. Ich weiß nicht, was für ein Unterschied das zu den Blades of Chaos hat, aber wir werden jetzt zum God of War gekrönt. Oder Kriegsgott. Können wir noch Orbs holen? Ja, wir haben noch alle unsere Attacken. Schade. 471 Orbs. Dann hätten wir alles. Hätten wir alle Upgrades gehabt. Okay, ich glaube, ich hatte ein paar Mal immer Gorgon oder Minotauren mit dem Minigame erledigt. Dann hätte ich die lieber normal vernichtet, hätte ich mehr Orbs gekriegt. Ja, und zum krönenden Abschluss speichern wir einmal hier. Na, haben wir hier noch was? Komm schon, da muss irgendwann eine Truhe sein mit roten Orbs. Oh nein. Ey, Moment mal. Ah, egal. Beenden wir das. Was steht denn hier? Gaze upon the bones of your defeated foe. Ach, das ist ja der Boss, den wir da vernichtet haben. Und Ares. This is the throne of the god of war. Take your rightful place upon it. Ja, werden wir auch machen. From that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. So. You have conquered God of War.
Now attempt God Mode. Aber ich glaube, den hatte ich schon. Den hatte ich schon freigespielt. Aber. Ach, ich hab gedrückt. Ah, das waren eh nur die Credits. So. Ja, ich hatte das schon freigespielt. Aber ich glaube. Treasures? Was ist das? His secret revealed. Discover the secret of Kratos family. Where will this discovery lead? God Mode. Ja, ich habe schon manchmal so schlecht das hinbekommen in diesem Mode. Ja, ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Ja, das war gerade aus Versehen, dass ich den Knopf gedrückt habe bei den Credits. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. Vielen Dank, dass ihr mich durch God of War 1 begleitet habt. Da es die Trilogie ist, werden wir uns ganz früh wiedersehen, da wir noch den zweiten und den dritten Part durchspielen müssen. Und ja, das wäre es, glaube ich, eigentlich. Falls euch was soll ich sagen, falls ihr irgendwelche LP Wünsche habt, könnt ihr die gerne im Channel reinschreiben. Ich gucke dann, ob das, wie es halt gerade mit denen zusammenpasst, die ich selber vorhab. Vielleicht könnte ich dann einen kurz beiseite legen und den von euch da machen. Und kommentiert gern. Ich freue mich immer über Kommentare. Falls ihr gerne auf dem Laufenden bleiben sollt, könnt ihr abonnieren. Wie gesagt, ist kein Zwang. Braucht ihr nicht. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play God of War Trilogy. Und zwar bei God of War 2.